herzlich willkommen zum kleinen Appetithäppchen fürs Neo-Magazin Royal. Das ist unser heutiger Gast, Toya Diebel. Sie kommt direkt aus dem Internet zu Ihnen, ins Internet. Heute Abend wird sie im Fernsehen sein, da könnt ihr schon drauf freuen. Toya, die Sendungsaufzeichnung liegt hinter uns, weil wir inspiriert von der Verwaltung des ZDF, wir sind interessiert an Statistik und wir müssen so ein paar Sachen noch ausfüllen, Formular ausfüllen. Toya Diebel ist dein Name, das ist soweit richtig. Ne? Ist das auch dein echter Name oder ist das ein Künstlername? Ich heiße tatsächlich so, Toya. Toya, Diebel. Hat sehr viel Schwierigkeiten im Kindergarten mit sich. Wie ist dieser Name zustande gekommen? Migrationshintergrund, wenn ja, welchen? Guten, schlechten? Tatsächlich nicht. Also ich wäre gerne ein guter Ausländer, aber es ist nicht der Fall. Ich bin tatsächlich einfach nur Deutsche mit einem Vater, der einen sehr seltsamen Musikgeschmack hat. Und Toya, ist das inspiriert von irgendwem? Einer Musikerin, die auch sehr schlechte Musik macht. Und jetzt hast du die Scheiße dein Leben lang an der Backe irgendwie mit dem Vornamen. Ja, jetzt heiße ich wie die. Ja. Ja, okay. Naja, egal. Toya Diebel, Sternzeichen? Schütze. Schütze. Ja. Das ist Dezember, November, Dezember? 30.11. Ja, Geschenke erwünscht. So, jetzt ganz wichtig, dass wir eben die Sendung, die ist jetzt hinter uns, wir haben aufgezeichnet, dass wir das jetzt alles mal durchgehen, dass du ein kleines bisschen eben uns ein Feedback gibst, weil wir eine Feedback-Sendung sind und ich bin Feedback-Künstler bin und mir das sehr wichtig ist. Wie im Flughafen jetzt dann. Ne? Genau. Mhm. Wie bewertest du die Gesamtleistung des Moderators? Das bin ich. Bist du im Talk deines Gefühls nach genug zu Worte gekommen? Ja, ist voll okay. Ist voll okay. Das klingt aber jetzt nicht super begeistert. Also ich merke da so eine leichte, hättest du gern mehr gesagt? Du, ich glaube aber, man darf nicht immer so gute Sachen sagen, weil es ist ja ganz schnell auch bei Moderatoren, dass die dann so einen Höhenflug bekommen. Also ist voll okay. Ich muss ganz kurz, das steht jetzt nicht in diesem Formular drin, aber ich muss ganz kurz sagen, ich hätte dich tatsächlich die ganze Sendung über zur Sendung von Johannes B. Kerner fragen können. Wo du Toya hat quasi in der letzten Minute der Sendung, das kann man schon mal vorab verraten, heute Abend werden Sie sehen, wie ihr das rausrutscht, verraten, dass sie bei dieser legendären Johannes B. Kerner Sendung im ZDF dabei war, wo Johannes B. Kerner 5 Stunden lang neben Eiern saß, die ausgebrütet wurden, als Showkonzept. Ja. Und du warst da Social Media mäßig irgendwie mit drin. Ja, I Way to Hell war das. War wirklich I Way to Hell? Ist das was, was ich die Redakteure und die Produzenten erzählt haben hinterher? Echt? Aber bei so einer Sendung, da frage ich mich, wie kann das zustande kommen? Wie ist das überhaupt möglich, dass so eine Sendung das durch diese sehr strengen Abnahmen auf dem Lerchenberg geschafft haben überhaupt? Ich meine, das ZDF ist ein strenger Sender. Wir haben Persönlichkeiten wie Reinhard Grindel gemacht. Leute, die es ganz genau nehmen, die nie irgendwas falsch machen. Du, selbst für mich war das irgendwie merkwürdig, aber ich war jung und brauchte das Geld. Ist da überhaupt irgendein Scheißvieh geschlüpft oder hat Johannes B. Kerner mit seiner Aura die so sehr vergrault, dass sie keinen Bock hatten, da rauszukommen aus den Eiern? Erste, was ich sehe, Johannes B. Kerner ist never, nee. Ich bleibe im Ei, ey, nee. Doch, ich glaube, es sind ein paar geschlüpft, aber es waren auch voll eklige Tiere teilweise. Was denn für Tiere? Ja, auch so ein Axolotl. Der ist dann fast so süß irgendwann. Axolotl? Ja, Axolotl. Da sieht das Baby eher hässlich aus. Sind das nicht diese Dinger, die man irgendwie in 2 Teile schneiden kann und dann werden da 2 draus? Kann man ausprobieren. Klappt bestimmt. Probieren Sie das bitte nicht aus. Wir haben Tierschützer im Fernsehrad. Bitte zerschneiden Sie keinen Axolotl. Fragen Sie vorher Professor Dr. Harald Lesch. Auch übrigens heute Abend ein Thema. Also ist voll okay. Welchen Instagram-Filter könnte deiner Meinung nach unsere Sendung vertragen? Das wollen wir nicht mal ausprobieren. Eine ganze Sendung mit Instagram-Filtern durchmoderieren. Ich würde den mit dem Dog nehmen. Mit dem Dog? Ja. Ja, genau. Okay, den Dog-Filter. Weil das ist auch super Blogger-like. Die lieben das. Ein Dog-Filter. Aussehen wie ein Hund. Super süß. Viral oder egal, wie viele Klicks wird dieser Teaser, in dem wir uns jetzt gerade befinden, bei YouTube, auf YouTube bekommen? Also wir sind jetzt in einem YouTube-Video, das merkt man hier unten, hier ist der Button. Nee, das habe ich jetzt, hier unten ist der... Sie wissen, was gemeint ist. Also wir sind jetzt hier oben ist das... Da machen sie die Fenster zu, da oben draußen. Hier sind Kommentare drunter. 2 normale, dann fangen die Psychopathen an, dann kommen die Nazis. Und dann kommen irgendwann irgendwie russische Spam-Bots. Und dann werden die Kommentare zugemacht vom ZDF. Geile Titten steht bestimmt irgendwie auch drunter. Also hoffe ich. Jetzt, wo du es sagst, wo du geile Titten gesagt hast, in diesem Moment hat sich irgendeiner von diesen 12-jährigen Wichsern vom Computer dazu inspiriert gefühlt, das unten reinzuschreiben. 100%. Ja. Also wie viele Klicks hat dieses Video, in dem wir uns gerade befinden? Boah, ey, wenn ich jetzt irgendwie sage, so 18 Millionen, dann ist okay, shit, wer ist die denn? Online-Teaser immer so zwischen 30 und 80 bis 100.000. Wer war denn bei 100.000 da?
Als wir Obama hier hatten. Den mussten wir aber löschen aus Sicherheitsgründen. Ja, verstehe ich total. Zwischen 30 und 80.000? 30 und 100.000. 100, ach komm, 80.000. 80.000? Ja. Das ist selbstbewusst. Ja, komm, selbstbewusst. Schaffen wir okay, schon. Also sagst 80.000, okay. Ja. Ich würde sagen never ever. Never. Never ever. Obwohl wegen des geile Titten-Dings und des Begrabbeln. Das kann man ja jetzt nicht Hashtag sagen. Da hat jemand geile Titten gesagt. Hashtag der Woche übrigens Lach- und Schlachtgeschichten. Ja. Das ist sehr schön. Gut an. Finde ich gut. Ich habe mir die Hashtag-Konferenz angeguckt. Ganz ich weiß nicht, was diese Frage zu bedeuten hat. Wie hat's Siggi backstage gefallen? Was heißt das? Ja, das müsste man ja so Siggi fragen. Wer ist denn Siggi? Siggi ist eine gute Freundin von mir. Sieht man auch in meinem Instagram-Channel, falls mir jemand abonnieren will. Ja, wie hat's denn Siggi gefallen? Toll! Also, Siggi hätte es noch besser gefallen, wenn Santiano heute hier aufgetreten wäre, aber ja, nächstes Mal. Die sind nicht durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Oh ja. Die stehen noch da vorne, weil die sind zu alt. Okay. Immer wenn ich Santiano sehe auf einem Bandfoto, muss ich immer daran denken, dass die sehen aus wie Leute, die ihr Leben lang selbst gedrehte Zigaretten geraucht haben. Ja, die sich auch gerne die Bärte so zwirbeln. Ja, ja, genau. Und da so Perlen reinflechten und so. Oh ja. Und alles ist aus Leder. Also Lederringe. Santiano, also ich schreibe mal auf toll, aber Santiano haben gefehlt. Ja, richtig. Ja. Sind das ja. diese Rocker, die irgendwie aus Norddeutschland kommen, so, die immer so Heiterbu-Rock machen und Wikinger? Ja, genau, Lein und los, Santiano. Ja, no. Ja. Die man immer aus der Dschungelcamp-Werbung kennt. So, Santiano Vox Club und ja, ja, aber es sind auch so die, die gerne mal so auf dem Ritterfest in Günzenbühl auftreten, wo alle ausrasten. So, die sind Santiano das. Haben gefehlt. Könnte man, wären das Gäste, die man mal einladen könnten? Also mal mit dem Rundfunk-Tanzorchester zusammen, Santiano oder sowas? Oder ist das nichts für unsere Zielgruppe? Also er hier, was ist das, ein Cello, der guckt mich ganz schockiert an. Hast du was gegen Santiano? Ihr zwei und Matze, ihr seht doch beide aus, als wärt ihr bei Santiano. Ganz ehrlich. Heimlich. Okay, Toja. Was würde Vergangenheitstoja wohl nach diesem Auftritt in ihr Tagebuch schreiben, ist die letzte Frage. Es war die schönste Sendung ever. Und Jan war total in mich verliebt. Es war die schönste Sendung ever. Welcher Jan? Ich? Ja, welcher denn sonst? Schönste Sendung ever. Und ich kann skaten. Was? Ich habe mein Tagebuch nicht so benutzt wie andere Teenager, dass man reinschreibt. Dein eigenes früher? Ja, ja, genau. Also die Vergangenheitstoja hat nicht damit gerechnet, dass die Gegenwartstoja, also die heute noch weiß, dass das alles gelogen war. Das heißt, ich habe da einfach reingeschrieben, lauter Scheiße reingeschrieben. Es waren so Sätze wie, die Schule ist zurzeit so anstrengend. Aber zurzeit sind 15 Jungs in mich verliebt. Oder so 20 Jahre später, man liest es und denkt so, what? Ja, oder ich weiß, ich Gott. Das ist furchtbar. Oh, Tobi hat mich heute gefragt, wo der Kratzer auf meiner Backe her ist. Ich bin beim Skaten hingefallen. Da wäre ich mir hin so fein, so habe ich mit so einer Reißzwecke so reingerissen. Ja, ja, mein Tagebuch. Es war die schönste Sendung, aber schreibe ich einfach mal so rein. Das müsstest du einmal unterschreiben für die Sehr Akten. Gerne. Mhm. Einfach hier unten drunter. Und dann kriegst du Post von uns. Ich freue mich. Nee, du darfst jetzt noch zum Abschied, darfst du noch einmal, wir haben hier so eine, das kann ich mal zeigen, so eine, das funktioniert wirklich. Man kann draufdrücken und zum Beispiel hier verschiedene Emojis starten. Den Wut-Emoji oder den Emoji. Das ist mein Lieblings-Emoji. Oder den Emoji oder den Emoji. Du darfst jetzt die Sendung bewerten, ich gucke auch nicht hin. Also das ist so ein Emoji, den meine Mutter verwenden würde. Wirklich? Ja, deswegen nehme ich den, weil es der coolste ist. Sag mal. Heute Abend, Toja Diebel zu Gast im Neo-Magazin Royal. Der Hashtag der Woche lautet Lacht- und Schlachtgeschichten. Wir sind ab 20.15 Uhr in der Mediathek. Ab 22, Nicole, wann? 22 Uhr? Irgendwas? 22, ich guck kurz auf die... Um diese Uhrzeit sind wir bei ZDF Neo. Die Uhr hat 40.000 Euro gekostet. Habe ich von Reinhard Grindel bekommen. Und die ist geschätzt worden von Rezipa Zabel, von Bares für Bares. Ohne Scheiß, dass ihr an dieser Stelle so laut lacht, ey. Ihr guckt so. Heute Abend Neo Magazin Royal. Seien Sie mit dabei, es lohnt sich. Tschüss. Toja Diebel, vielen Dank, bis später. Das war sehr schön. Freut mich.